Für alle, die sich eine Wiederauflage der LEGO Castle Serie wünschen, habe ich gute Nachrichten. Ich habe eine der Hälften der Jubiläumsburg genommen und umgebaut in eine ganze Castle-Welle mit 5 einzelnen Sets und spannenden Orten, die von den Rittern besucht werden können. Die erste Hälfte kann einfach aufgebaut bleiben. Um die kümmere ich mich auch noch. Habt etwas Geduld. Fangen wir direkt mit dem interessantesten Modell an, der schwebenden Hütte des Zauberers. Der Zauberer hat sein fliegendes Haus mit Ketten an einer Felsenklippe befestigt. Inspiriert wurde ich hier von den vielen Tensecrity-Modellen, wie dieses hier von J.K. Brickwork. Dadurch, dass das ganze Gewicht der Hütte fast nur von dem Pflanzenelement darunter getragen wird, ist das Modell etwas knifflig zu bauen und weniger stabil. Es ist aber auch deutlich interessanter und hat diesen coolen Wackeleffekt. Über die in den Stein gehauene Treppe und eine Leiter gelangt Majesto in sein Häuschen. Um besser ans Innere zu kommen, kann das Dach ganz einfach abgenommen werden. Dort findet man ein Bett, einen Kamin mit einem goldenen Kelch, aber auch einen Tisch mit Tränken. Der Zauberer ist hier nicht alleine. Unten sitzt ein Frosch und am Haus hängen Fledermäuse. Auch das Schwert Excalibur darf nicht fehlen. Dieses kann hier aus dem Stein gezogen werden. Wenn ihr eine Holztüre übrig habt, könnt ihr diese einfach nachrüsten. Als nächstes kümmern wir uns um die Falkenritter, die ihre eigene Festung bekommen haben. Diese besteht hauptsächlich aus einem Turm und kann auch geschlossen werden. Hinein gelangen die Falkenritter über das Fallgatter, das 1:1 übernommen wurde. Die Holztüre, die den Eingang von innen versperrt, kann alternativ auch an die Hütte des Zauberers montiert werden. Direkt an den Turm grenzt der großzügige Stall an, der Platz für bis zu 2 Pferde bietet. Der Wehrgang darüber führt zum Tormechanismus im Obergeschoss. Im zweiten Stockwerk findet man hinter der Brüstung einen Tisch mit Hocker und ganz oben auf dem Turm kann ein Katapult dazu genutzt werden, auf Gegner zu schießen. Auch eine kleine Arrestzelle gibt es in der Festung, um unliebsame Gäste oder betrunkene Wachen einzusperren. Über die Ausbruchfunktion kann man allerdings befreit werden. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass an Möglichkeiten für Erweiterungen gedacht wurde. Später zeige ich euch, was ihr damit genau machen könnt. Wenn man das Modell zuklappt, hat man eine kompakte kleine Festung für die Falkenritter. Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Turnier der Königin. Hier treffen Falken- und Löwenritter aufeinander, um ihr Geschick zu zeigen. Die Mauer dient dabei als Beschrankung. Schiedsrichterin ist die Königin selbst, welche auf einem Podium sitzt und ein Getränk genießt. Die Glocke läutet sie, sobald der Kampf entschieden ist. Ihre Leibwache darf auch nicht fehlen, allerdings hat diese gleich mehrere Aufgaben. Sie spielt die Trommel und die Fanfare, um den Ablauf des Turniers zu regeln und natürlich, um für Unterhaltung zu sorgen. Auch im Nahkampf können die Ritter gegeneinander antreten. Hierfür stehen Schwerter auf einem Waffenständer bereit. Viel friedlicher geht es im Wald zu, wo die Forestmen ihr Baumhaus gebaut haben. Dieser kleine Unterschlupf mit runden Fenstern wurde auf 2 starken Bäumen errichtet und kann über eine Strickleiter erreicht werden. Darunter ist ein Bienenstock, welcher die Bewohner mit Honig versorgt. Am Ufer des angrenzenden Baches kann man es sich auf einem Hocker am Lagerfeuer gemütlich machen. Damit es nicht zu einem Waldbrand kommt, steht ein Wassereimer bereit. Die Rückseite des Baumhauses kann geöffnet werden, sodass man es auch bespielen kann. Hier findet man ein einfaches Nachtlager. In einem Fass bewahren die Waldleute ihre Schätze und Waffen auf, und es ist sogar ein kleiner Tisch vorhanden. Das letzte der 5 Modelle ist die Burg der Löwenritter, die etwas geschrumpft ist. Ich habe dabei den Torbau so weit verkleinert, wie es nur ging, ohne die Funktionen zu verlieren. Das Ergebnis sieht der klassischen Burg aus Set 6080 sehr ähnlich. Wer diese kennt, wird hier die ein oder andere Anspielung finden. Über das Rad an der Seite kann wie gewohnt die Zugbrücke hochgezogen werden und das Fallgatter wird weiterhin von den Zinnen aus heraufgezogen und herabgelassen. Im Inneren gibt es auf der einen Seite eine Treppe, hinter der der Schatz versteckt ist. Auf die Türme gelangt man mittels einer Leiter, die je nach Bedarf versetzt werden kann. Im Turm auf der anderen Seite findet man den Kerker zum Verwahren von Gefangenen. Auch hier konnte ich eine Ausbruchsfunktion umsetzen, dieses Mal mittels einer herausnehmbaren Wand. Die beiden Seitenarme der Burg lassen sich an Gelenken bewegen, sodass man diese schließen kann und so eine winzige Festungsanlage erhält. Wenn man beide Burgen kombiniert, ergänzen sich diese sehr gut. Es gibt ein repräsentatives Haupttor und ein kleines Ausfalltor, einen Stall, einen großen Aussichtsturm und eine Treppe auf den Wehrgang. Die Burg wirkt so durch ihre unregelmäßige Form auch deutlich interessanter. Wie ihr seht, ist hier für jeden etwas dabei. Ein prunkvoller Wettkampf, friedliche Orte im Wald, eine klassische Ritterburg, ein magischer Unterschlupf und eine Festung für die Falken. Mit diesen 5 Modellen könnt ihr wirklich viel Freude haben. Ich habe jeweils eine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung erstellt, sowie eine Teileliste für jedes der Modelle, sodass ihr das Ganze ganz entspannt in 5 Häppchen bauen könnt. Die Anleitung gibt es auf rebrickable.com, den Link findet ihr in der Beschreibung.
Wenn ihr das Set 10305 habt, ist das auch schon alles, was ihr braucht. Was würdet ihr gerne aus dem Rest der Burg gebaut haben? Schreibt eure Wünsche gerne in die Kommentare.